Ihr kennt das, manchmal habt ihr einfach keine Zeit für Sport. Oft reichen aber 5 Minuten am Tag aus und jetzt biete ich dir mein Pilates Body Shocker Programm mit 5 Übungen und das werden hauptsächlich Stützübungen sein, weil man mit Stützübungen wirklich den ganzen Körper trainieren kann. Wir beginnen im Vierfüßler. Die Hände sind schulterbreit geöffnet, die Knie sind hüftbreit geöffnet. Ausatmen in den Katzenbuckel, einatmen und strecken. Ausatmen und einatmen. Zieh die Schultern von den Ohren weg, stell deine Zehen auf, Kopf in Verlängerung. Atme in deinen Bauch oder in deine Rippenbögen ein. Ausatmen durch den Mund, zieh den Bauchnabel nach innen und heb deine Knie vom Boden ab. Einatmen, komm wieder nach unten. Ausatmen, zieh den Bauchnabel fest nach innen und einatmen. Aktiviere dein Pilates Powerhouse. Ausatmen, Variation, streck dein Bein nach hinten aus und komm wieder nach unten. Ausatmen und einatmen. Ausatmen, heb die Knie vom Boden ab und streck ein Bein aus oder nur beide Knie heben und senken. Zieh die Schultern immer wieder bewusst von den Ohren weg und lass deinen Scheitelpunkt nach vorne ziehen, die Sitzknochen nach hinten. Noch 2 Wiederholungen. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Und einatmen. Setz dich kurz zurück in Richtung Fersen. Und dann geht's schon weiter. Komm auf deine Unterarme. Zieh die Schultern wieder bewusst von den Ohren weg. Stell deine Zehen auf. Und schwenk deine Knie nach rechts aus. Ein. Ausatmen, halte deinen Kopf in Verlängerung, Blick in Richtung Boden. Ausatmen, einatmen, aus, ein, aus, ein, letztes Mal aus und ein. Kurz die Knie aufsetzen, zurückziehen und wieder nach vorne. Atme ein. Ausatmen, streck den rechten Arm und das linke Bein aus. Daumen nach oben oder Handfläche nach unten. Einatmen, zurück. Ausatmen, zieh den Bauchnabel fest nach innen. Und wieder zurück. Ausatmen, zieh die Schultern von den Ohren weg. Und immer wieder die Bauchdecke nach innen oben anheben. Aus. Und ein. Und aus und ein. Wir gehen eine kleine Variation. Heben jetzt die Knie nach oben an, atmen aus und einatmen und aus und ein. Ihr seht, es ist schon etwas schwieriger. Achte immer auf dein Powerhouse. Zieh den Bauchnabel fest nach innen und wieder zurück. Wieder hoch, aus und ein. Und aus, ein, letztes Mal, aus und ein. Zieh dich wieder nach hinten zurück und komm nach oben in die Stützposition. Dann laufen wir nach hinten, laufen wir nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Nach hinten, nach vorne. Dabei fließt deine Atmung ruhig und gleichmäßig. Einatmen, ausatmen. Zieh die Schultern immer wieder bewusst von den Ohren weg. Ein und aus. Nach vorne ein, nach hinten aus. Einatmen, ausatmen. Nach vorne laufen. Nach hinten laufen, nach vorne, nach hinten. Letztes Mal ein und aus. Und dann setz deine Knie auf und zurück in Richtung Fersen ziehen. Dann komm wieder nach oben, zieh die Schultern von den Ohren weg. Eine Linie im Körper. Atme ein, ausatmen, rechter Fuß, einatmen. Ausatmen, linker Fuß. Und noch durchhalten.
Ausatmen. Ich weiß, die Stützübungen haben es wirklich in sich, aber sie sind wirklich super für den Körper. Ausatmen. Aus. Und ein, noch zweimal. Aus. Aus. Und wieder nach unten. Setz dich zurück. Und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Kreis deine Schultern. Und in die andere Richtung. Einmal einatmen und ausatmen. Und das war mein Pilates Body Shocker Programm. 5 Minuten hat jeder am Tag, oder? Bis zum nächsten Mal. Mehr Pilates findet ihr bei uns in unserem Pilates-Channel. Das Beste ist, es ist kostenlos, einfach abonnieren und somit bist du immer up to date.